während ich hier auf meine Pizza warte, die noch im Ofen rumschmort und hoffentlich gleich fertig ist, kam gerade mein Urlaubsantrag, der genehmigt wurde. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir haben, Daniel und ich, gleichzeitig eine Woche lang Urlaub. Yes. Das heißt, doch diese Woche und nächste Woche arbeiten, dann haben wir erstmal frei. Was ja auch schon mal nett ist. Ach, Jemini. Und Daniel wird wahrscheinlich befördert. Wow. Ist doch nichts Offizielles, aber er hat wohl irgendwie verlauten hören, dass er befördert wird. Gucken wir mal. Ja, heute ist ein Blabla ausgefallen, beziehungsweise auf morgen verlegt worden, verschoben worden. Musste ich verschieben, weil ich bin ja die Organisatorin für diesen Termin. Für unseren großen Jufix. Der findet dann morgen statt. Das heißt, ich habe wirklich diese ganze Woche, ich habe vorhin noch gedacht, habe ich die ganze Woche außer Freitag was, aber jetzt kam Freitag auch was rein. Ich habe jeden Tag Termine. Außer gestern, da war nichts. Aber sonst habe ich jeden Tag mindestens einen Termin. Am Donnerstag sind es sogar zwei. Am Donnerstag muss ich zum Zahnarzt, da habe ich meinen Kontrolltermin. Ja. Nun gut. Nun gut. Jetzt mit dem Pizzabacken, da muss ich mal gucken. Das klappt doch nicht so richtig mit diesem Auto-Ding ins Kirchenzeugs. Vielleicht habe ich es einfach. Vielleicht, weil die Pizza einfach dicker ist als normale Pizza. Kann sein. Weil ich ja so einen dicken Teig. Das ist ein bisschen länger im Rauch, aber das hat einfach. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie jetzt fertig ist und ich sie essen kann. Und dann habe ich auch schon fast wieder Feierabend. Ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das jetzt? Ich komme nicht immer nur ran. Wie spät ist es denn? Kurz nach eins. Ja, ich habe vorhin nichts gegessen, weil. Warum eigentlich? Ich habe auch spät gefrühstückt. Ich habe erst nach dem ersten Blabla gefrühstückt. Das ging heute sehr, sehr kurz. Da habe ich gedacht, das ist schon vorbei. Das war eine Viertelstunde. Bin ich nicht gewohnt. Da habe ich erst gefrühstückt. Von daher hatte ich dann um 11 noch keinen richtigen Hunger gehabt. Da habe ich ein bisschen genascht. Ich habe immer noch Weihnachtssüßigkeiten. Ne? Es ist nicht mehr viel. Also so wenig hätte ich, glaube ich, noch nie gehabt. Da hätten auch noch Zimtsterne. Und dann habe ich meinen Schlitten, ich kann es euch hier mal zeigen, mein Schlitten ist fast leer. Mein Schlitten hat nur noch das da drin, dann ist es wirklich leer. Und das Marzipanbrot daneben. Das kommt wahrscheinlich zum Schluss drin, weiß ich nicht. Dann habe ich es geschafft. Ich werde es vielleicht nicht bis zum Ende des Monats schaffen, vielleicht doch. Aber es ist nicht bis Ostern denn hier geblieben. Ich hoffe, dass ich es wirklich noch hinbekomme. Ich bin langsam mit sowas. Na und? Lasst mich. Ich stopfe eben nicht alles in mich hinein, wenn es hier ist. Sonst wird mir schlecht. Okay, jetzt hole ich meine Pizza und dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Und dann ist Feierabend und es ist so tolles Wetter heute. Ich glaube, es regnet gerade nicht mehr. Das wäre schon mal gut. Dann morgen hat es die ganze Zeit geregnet. Ich bin beim Hören dieses Buches unterwegs auf einen Namen gestolpert. Oder über einen Namen gestolpert. Wo ich erstmal nachgucken musste. Julian Durand. Ich wusste nicht, dass sie Durand heißt. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe es mir Durand genannt. Das heißt, Sabine Kaufmann kommt auch in den Büchern von Andreas Franz, die Daniel Holbe irgendwann weitergeschrieben hat, oder immer noch weiter, ich weiß gar nicht, auch vor. Diese beiden Reihen gehören also irgendwie ein bisschen zusammen. Das heißt also, auch diese Vorgeschichte von Sabine geht, ist quasi das Verbindungsstück zwischen den beiden Reihen, schätze ich es einfach mal. Ach, herrje. Auch nicht schlecht. Ach, der ist so, hä, Moment, stopp. Ja, war witzig. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe 8% zu hören. Ich habe jetzt mal gleich geguckt, wo ich bin. Und das werde ich also morgen aushören und mal gucken, was ich dann höre. Vielleicht werde ich doch die gelöschten Wörter schon hören. Dann muss ich ja vorher das E-Book lesen. Ah, ist alles schwierig. Das E-Book wollte ich jetzt aber seit letzter Woche, aber es wird alles kompliziert. Mal gucken. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Mit Sicherheit habe ich noch mehr zur Auswahl, was ich hören kann, garantiert. Aber ich habe keine Ahnung, was. Daniel. Nein. Doch ob wir dafür wirklich bereit sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ein Rubel, wenn jemand die was? Frage stellt. Mein Daim. Dein Daim? Mhm. Nam, 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 nam. Mhm.